diese Wunder, die wir gesehen haben, barakallahu fikum, wie Allah Leben schenkt und Leben nimmt. Ihr habt alle mitbekommen, die Frau, möge Allah mit ihr gnädig sein, die ein Baby bekommen hat unter den Trümmern. Hat jeder gesehen, oder nicht? Hat es jemand nicht mitbekommen? Und das Baby wurde genommen und die Mutter ist gestorben, möge Allah mit ihr gnädig sein. Hier nur eine Sache, liebe Geschwister. Da gibt es doch tatsächlich Leute, die kommen auf den Gedanken, wir können doch nicht sagen, Rahimahallah, wissen nicht, vielleicht war sie ja nicht Muslimin, Türkei gibt es auch Aleviten, gibt es Allahu Habibi. Wir gehen von der Allgemeinheit aus. Türkei ist ein islamisches Land. In Syrien das islamische Land. Es gibt auch diese Nusayriya in Syrien und so weiter und so weiter. Aber wir gehen von der Allgemeinheit aus. Warum denkst du erst schlecht über deine Geschwister? Ja, vielleicht in dem Gebiet, ja, warum gehst du denn vom Schlechten aus? Das ist ein muslimisches Land. Also du gehst erstmal davon aus, das sind Muslime und bittest Allah Azza wa Jalla für sie um Gnade. Also wenn du so geizig bist, dass du nicht mal um Gnade bittest für sie und um Vergebung, wir hatten dir sowas beigebracht, dass du sagst, nee, erstmal, auch wenn das ein muslimisches Land ist, ich muss erstmal gucken, ja, wer kennt sie, war sie jetzt Muslimin oder nicht Muslimin und so weiter. Es ist ein muslimisches Land. Also bitten wir um Vergebung für sie alle. Sollte jemand unter ihnen sein, der kein Muslim war, gut, dann wird Allah Azza wa Jal ihm nicht vergeben. Aber sollen wir jetzt Dua machen oder nicht Dua machen? Natürlich machst du Dua. Du gehst davon aus, dass es Muslime sind. Auf jeden Fall, möge Allah mit ihr gnädig sein. Und sie ist dadurch zweifache Märtyrerin. Einmal gestorben durch Trümmer und einmal gestorben während der Geburt. Das sind mal Abzeichen, oder nicht? Möge Allah mit ihr gnädig sein. Und möge Allah ihr Kind bewahren. Möge Allah ihr Kind erziehen. Ja Rabbi, bewahre ihr Kind und erziehe es, sodass es ein gottgefälliges Kind wird. Möge Allah dieses Kind und alle anderen Kinder, die ihre Eltern verloren haben, vor jeglichen Versuchungen bewahrt werden. Und bewahre unsere Kinder auch, ja Rabbi. Ebenso gab es dann ein Baby,